Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an, zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Die Jünger zogen los. Sie predigten, tauften, heilten Kranke und sammelten Spenden für Arme. Aus welchem Buch hat der Junge wohl gerade vorgelesen? Genau, das war die Bibel und das ist auch unser Thema heute bei Hallo Benjamin. Und heute sind in der Sendung mit dabei Elias, Svenja und Noomi. Ja, hallo ihr drei. Schön, dass ihr da seid. Was wisst ihr denn über die Bibel? Also die Bibel ist ein sehr altes Buch. Mhm. Und dass es das Alte und das Neue Testament gibt. Im Neuen Testament wird von Jesus erzählt. Mhm. Und im Alten wird halt von der Geschichte Israels und von Gott so erzählt. Mhm. Und es wurden auch viele Briefe geschrieben. Ja, genau. Also die Bibel besteht ja nicht nur aus einem Buch, sondern aus ganz vielen Büchern. Und um euch das ein bisschen zu veranschaulichen, haben wir hier zwei Bücherregale aufgestellt mit ganz vielen Büchern drin. Und so in etwa sieht die Bibel auch aus. Ja, und die Svenja hat ja schon erwähnt, es gibt das Alte und das Neue Testament. Da haben wir auch Schilder dafür. Und wir haben unsere beiden Regale, die jeweils das Alte und das Neue Testament darstellen. Wisst ihr denn, wann das war? Elias, wann... Was meinst du denn, wann das Neue Testament geschrieben wurde? Das Neue Testament ist spätes 1. Jahrhundert nach Christus. Genau, im späten 1. Jahrhundert nach Christus wurde das geschrieben. Dann kannst du diese Schilder gleich mal nehmen und auf das Regal stellen. Und Noomi, du kannst auch mal hier vorlesen, wann wurde denn das Alte Testament geschrieben? Also das Alte Testament wurde vom 8. bis 2. Jahrhundert vor Christus geschrieben. Genau, also ganz schön alt. Ne? Dann kannst du die Schilder auch mal nehmen und hier auf das Regal stellen. Und dann haben wir schon mal einen Überblick darüber, wie die Bibel denn aufgebaut ist. Ja, und jetzt würde ich gerne von dir wissen, Benjamin, was weißt du denn über die Bibel? Hallo zusammen. In der Kinderkirche hat der Pfarrer erzählt, dass eine der kleinsten Bibeln der Welt kleiner als eine Euromünze ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie soll man denn daraus lesen? Der Begriff Bibel kommt von Biblion, was Buch bedeutet. Sie ist nicht nur irgendein Buch, sondern das meistverkaufte überhaupt und wurde bereits in 2000 Sprachen übersetzt. Meine Lieblingsgeschichte darin ist David gegen Goliath. Im Vertrauen auf Gottes Hilfe tritt David dem gewaltigen Gegner entgegen und kann ihn mit seiner Steinschleuder besiegen. Damit David Goliath besiegen konnte, brauchte er ganz schön viel Übung. Und wir wollen jetzt auch gleich mal üben, richtig zu zielen. Und da darf ich die Birgit begrüßen, die uns ein tolles Spiel mitgebracht hat. Ja, hallo Birgit. Ihr seid schon. Ich habe euch den Preis gleich mitgebracht. Wow. Wir haben uns hier Schleudern gebaut an Stühlen mit Gummibändern. Das ist ganz klasse, haben Korken dazu und dann geht's nachher los. Ihr wisst schon wie. Das sind eure 3 Punkte. Der Grüne bringt 3 Punkte, der Blaue 2 und der Rote 1. Wenn es geht, macht es nacheinander, dass wir ein bisschen besser sehen, wer getroffen hat. Und die Svenja fängt an. Daneben. Nomi. Oh, das waren schon 2. Und jetzt Elias hat schon? Elias hat schon. Okay, weiter. Das war drüber. Okay. Oh, das waren 2. Das waren 2. Für die Noomi, gell? Ja. Jetzt habe ich es nicht gesehen. War der drin? Nee. Nee. Ui. Für weit gibt es leider keinen Punkt. Ah, ganz knapp. Okay, noch ein bisschen. Das daneben. Waren oder? Das waren wieder 2. Die Noomi hat es raus. Das war einer. Das war einer. Boah, wer war das? 2? Ich. Elias. Okay. Die Svenja? Svenja? Habe ich nicht gesehen. Ihr müsst schreien, wenn wir irgendwas übersehen. Das war meiner. War deiner, ja. Svenja, du sagst uns auch. Jetzt, oder? Ja. 2 und der kommt auch gleich wieder zurück. Wer war das? Jetzt geht's aber. Es läuft wie ein Schnittchen. Die Noomi auch, gell? Einer. Okay. So, ich sehe, die Korken sind fast alle. Ich würde sagen, dann machen wir hier Schluss, aber ihr seid total super. Super. Dann könnt ihr gleich mal eure Preise hier abräumen. Und der Rest ist für uns, oder? Ja, ist ein bisschen was übrig geblieben. Genau. Wisst ihr denn, ob in der Bibel Kinder vorkommen? Ja, da gibt es ganz schön viele. Ein Beispiel ist unsere heutige Bibelgeschichte.
Ein Jünger kommt zu den Eltern und dem Opa. Habt ihr schon gehört? Jesus ist heute in der Stadt. Er spricht von Gott und der Liebe. Der Opa und die Eltern sind neugierig. Markus ruft, ich komme mit. Aber der Jünger sagt, nein, du darfst nicht mit. Das ist nichts für Kinder. Der Opa und die Eltern gehen los, um Jesus zu sehen. Mach deine Hausaufgaben, sagt der Vater. Bis später. Markus ist traurig. Er denkt, aber Gott und die Liebe, das ist doch auch etwas für Kinder. Ich will Jesus unbedingt sehen. Er geht. Auf dem Platz, wo Jesus spricht, trifft Markus seine Freunde. Auch sie sind neugierig. Aber keiner lässt sie nach vorne durch. Und durch die großen Menschen können sie nicht hindurchsehen. Markus hat eine Idee. Lasst uns auf den Baum klettern. Dort oben können wir Jesus bestimmt besser hören. Die Kinder sitzen hoch oben im Baum. Endlich können sie Jesus sehen. Und auch er hat sie gleich entdeckt. Über die Erwachsenen hinweg winkt Jesus den Kindern zu. Kommt doch näher, ruft er. Markus und seine Freunde drängeln sich durch die Menge, um nach vorne zu Jesus zu gelangen. Endlich sind sie da. Da stellt sich einer der Jünger dazwischen und ruft grimmig, haut ab, Kinder! Kleingemüse hat hier nichts zu suchen! Aber Jesus widerspricht ihm. Lass die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Markus und seine Freunde sind glücklich. Abends sitzt Markus mit den Erwachsenen an einem Tisch. Alle sprechen von Jesus. Und Markus kann mitreden. Kinder waren Jesus sehr wichtig. Da gibt es auch viele Bibelstellen, die das belegen. Das könnt ihr einfach auch selber mal nachschauen. Ja, und wir wollen jetzt auch unsere eigene kleine Bibel basteln. Und da hat die Birgit ganz tolle Tipps für uns. Ja, schaut mal, so sieht die nachher aus. Ganz also klein. Richtig süß. Und dazu braucht ihr eine Streichholzschachtel, eine leere natürlich. Dann braucht ihr Tonpapier, was euch gefällt von den Farben her, das dürft ihr selber bestimmen. Dann haben wir ein Kreuz, das haben wir schon mal vorgefertigt. Das kann man sich rauslassen aus dem Internet oder auch selber malen und schneiden. Dann brauchen wir noch so verschiedene Bänder, Schere natürlich und Kleb. Ja, genau. Ich komme jetzt einfach mal zu euch rüber. Und als erstes brauchen wir das Tonpapier für den Einband der Bibel und das müssen wir zurechtschneiden. Das muss so groß sein wie die Streichholzschachtel an den drei Seiten, weil wir das so außen drüber kleben. Richtig. Und die Nomi zeigt uns jetzt gleich mal, wie das geht. Du hast es schon vorgeschnitten und jetzt brauchen wir ganz viel Kleber. So, jetzt kommt der Einband drauf. Und was machst du jetzt? Ich tue mit den Wäscheklammern das befestigen, damit es nicht rausrutscht. Genau, weil wenn wir das jetzt so drüber biegen, dann geht es ganz schnell wieder ab. Deswegen haben wir Wäscheklammern zur Hilfe. So, andere Seite auch noch. Und es braucht dann Weilchen, bis es getrocknet ist. Mhm. Und daher schauen wir mal gerade noch zu. Genau. Dann wird es befestigt. Super. So. So, dann kann das trocknen und wie geht's weiter? Die Svenja macht jetzt unser Buchzeichen, ja, genau. Dass wir auch immer wissen, wo wir in der Bibel stehen gerade. Genau, da nimmt man irgend so ein Band einfach und dann schneidet man hier so ein kleines Stück ab. Genau. So. Dann kann man das zum Beispiel so schneiden. Komm, machen wir ein kleines Eck. Das sieht doch schon klasse aus. So, ja. Darf ich dir helfen? Ja. Genau, die Rückseite von der Schachtel. Also von dem, was im Streichholz drin. Machen wir jetzt einfach hier. Tut man das hier noch. Okay, dann noch ein bisschen Klebeband. So. Das auch quer machen. Ja, super, weil das dann verschwindet hält's. Nachher, das sieht man gar nicht. Genau, so sieht es dann aus. Toll. Super.
So, jetzt sind wir soweit. Dann kann man sich auch einen Spruch aus der Bibel aussuchen und die dann schon am Computer schreiben oder auch selber aufschreiben. Mhm. Was hast du aufgeschrieben? Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Genau, oder das ist auch ein Bibelvers. Oder man nimmt halt so ein, den rollt man dann und den... Ganz klein rollen. Genau. Und den kann man dann da reintun. Machen wir es vielleicht an, ja, okay. So. Und fertig. Und dann haben wir unsere eigene kleine Bibel. Ja, cool, eine Taschenbibel. Und genau. Man kann sogar selber draus lesen, das ist ja super. Sag mal, Benjamin, wie liest man denn eigentlich am besten aus der Bibel? Ich habe mal versucht, die Bibel einfach von vorne bis hinten durchzulesen. Aber das war mir viel zu schwierig. Der Pfarrer hat in der Kinderkirche den Tipp gegeben, dass es Bibellesepläne gibt. Die schlagen jeden Tag ein kurzes Stück vor. Viele benutzen die Bibel auch als eine Art Nachschlagewerk. Ich habe jetzt eine Kinderbibel. Die enthält schon eine Auswahl von Bibelgeschichten und ist total schön bebildert. Ich will jetzt mal gucken, wie fit meine drei Gäste eigentlich in Sachen Bibelgeschichte sind. Wir haben nämlich ein kleines Spiel hier vorbereitet. Ich habe hier Bilder mit verschiedenen Geschichten aus der Bibel und ihr müsst jeweils zuordnen, ob das aus dem Alten oder dem Neuen Testament kommt. Ich drehe das jetzt mal um. Wir verteilen die alle mal und ich sage euch, um welche Geschichten es geht. Und dann müsst ihr mal kurz raussuchen, welches Bild denn dazu passt. Also zum Beispiel die Geschichte vom Turm zu Babel. Was meint ihr, welches Bild ist das? Das hier, der Turm. Und was meint ihr denn? Altes oder Neues Testament? Da sind alle einstimmig, Altes Testament, und das ist auch richtig. Ja, dann geht's weiter mit der Geburt von Jesus. Genau. Hier. Was ist das? Das ist das Neue Testament, genau, da geht das Neue Testament los mit der Geburt von Jesus. Okay, dann die 10 Gebote. Genau, ich halte sie euch auch mal hoch. Ihr zu Hause könnt natürlich auch mitraten. Was meint ihr? Altes Testament, Neues Testament? Ja, alle drei richtig, das ist aus dem Alten Testament. Der unglaubliche Fang. Da geht es um den Fisch, genau. Und wo steht der? Im Alten oder im Neuen Testament? 3, 2, 1, raten. ja, das ist gut. Das ist aus dem Neuen Testament. Und dann haben wir die Geschichte von Adam und Eva. Ich halte sie mal hoch. Das ist wahrscheinlich einfach, oder? Die ist aus dem Alten Testament, genau, die ist ganz vom Anfang. Und dann haben wir als letztes noch das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Hier, das Schaf, was meint ihr? Alle drei sagen das Neue Testament, genau, und das ist auch richtig. Also ich würde sagen, meine drei Gäste sind ganz schön fit in Sachen Bibel. Ja, falls ihr euch noch nicht so gut auskennt in der Bibel, dann könnt ihr mal ins Bibelmuseum gehen, da waren unsere Kinderreporter und das gucken wir uns jetzt mal an. Hallo, wir sind die Kinderreporter und ich bin Helena, das ist Lena und das ist Falco. Wir sind im Bibelmuseum in Stuttgart. Jetzt gucken wir uns mal das Bibelmuseum an. Was ist die Idee vom neuen Bibelmuseum? Dass man hier 14 biblischen Personen wie auf einer Bühne begegnen kann. Viele Menschen denken ja, im Bibelmuseum, da gibt es viele Bibeln, die kann ich aufschlagen. Hier kann ich Dinge erleben, das ist unheimlich interessant und spannend. Aha. Wer soll hierher kommen? Wir wünschen uns, dass viele Kinder und Jugendliche kommen und wir sind darüber überrascht, dass es auch Menschen mit weißen Haaren gut gefällt. Viele Leute, die auch schon älter sind, sagen, hier die Bibel neu aufzuschlagen, das ist total interessant und macht uns große Freude.
Was ist hier das Besondere? Dass man mit technischen Geräten bestimmte Erlebnisse nachempfinden kann. Zum Beispiel mit einer Drohnenkamera kann man über Israel fliegen, über den Jordan, über den See Genezareth. Oder man kann wie König David eine Harfe spielen, das ist eine Laserharfe. Und das gibt einfach Erlebnisse, die man nicht so schnell wieder vergisst. Und darüber freuen wir uns. Das war's von den Kinderreportern im Bibelmuseum. Wir gucken uns jetzt noch ein bisschen um. Tschüss! Ich habe euch heute auch noch einen Buchtipp mitgebracht, und zwar heißt der Die neue Erzählbibel. Da geht es auch um die Bibel, aber es ist sehr anschaulich und einfach erzählt, dass man das auch gut verstehen kann. Ich lese euch jetzt einfach mal ein Stückchen draus vor. Hier, die Geschichte heißt Wo wohnt Gott? Sieh dir nur diese Baustelle an. Zwei Männer von dunkler Haut wandern durch Jerusalem. Die Königin von Saba aus Afrika ist zu Besuch bei König Salomo. Einer der Bauleute sagt, das wird das Haus des Herrn. Er ist der Gott Israels, der König der Könige. Ja, und jetzt geht's weiter mit dem Benjamin, und der hat eine Preisfrage für euch. Meine heutige Frage an euch zu Hause ist, wie heißt der Teil der Bibel, der von Jesus handelt? Schreibt mir schnell und ihr könnt wie immer tolle Bücher und DVDs gewinnen. Was gibt's denn wohl heute zu essen? Mein Magen knurrt schon. Benjamin, ich kann dich beruhigen, die Rettung naht in Form eines biblischen Suppentopfs. Wir kochen nämlich jetzt Esaus Linsengericht. Das kochen wir jetzt, Birgit. Genau. Was kommt wir denn da rein? Wir natürlich jetzt ein bisschen moderner, als damals Esau es gemacht hat. Wir brauchen einen Topf. Olivenöl kommt rein und dann die Nomi und die Svenja, die schnippeln, und schon die Zwiebel, die haben wir alle schon fertig und hier alle schon geschnippelt. Erzählt mal, Nomi, was machst du? Das ist? Also ich schneide gerade Sellerie. Mhm. Wie schmeckt denn die Sellerie? Probier's mal. Mhm. Nach was schmeckt es? Kannst du es erklären? Der Nachgeschmack ist leicht bitter. Mhm. Mhm. Aber das ist ein ganz tolles Suppengewürz, ja? Und Svenja, du machst ganz feine Karottenwürfel. Genau. Und die sind aber ziemlich hart, gell? Ja, genau. Mhm. Okay. Kannst einfach weiterschneiden. Du hast ja schon ganz arg viel vorgeschnitten, und von der Sellerie haben wir auch schon viel. Und die Zwiebel, die habe ich euch vorgeschnitten, weil das da müsst ihr weinen. Also, wir fangen mal an. Elias, du gibst mir mal einfach alles in den Topf rein, genau. Und ihr hört schon, wie es... Hier einfach alles dazugeben. Genau. Karotten, ja. Ich darf mal schon rühren. Und die Sellerie. Okay. Und das braten wir jetzt an. Und da geben wir jetzt gleich mal so ein Gemüsefutter zu. Das darfst du reingeben, weil das wird dann würziger, wenn wir das mit anbraten. Super. Dann könnte ich mir noch einen Löffel von dem Salz reingeben. Ja, einfach drüber. Genau. Dann haben wir hier noch ein Gewürz Koriander. Da mache ich mir auch mal so einen Löffel rein. Und gemahlener Kümmel. Das ist das andere. Richtig? So. Und eigentlich sollen wir eine Linsensuppe kochen, ja? Wo sind die Linsen, Elias? Ja, super. Die roten Linsen. Mach einfach alles rein. Klasse. So, das rühren wir an, und jetzt darfst du es noch mit dem Wasser aufgießen. Mach mal zu, ich sag dann Stopp. Immer weiter. Ja, kannst du das Ganze reinmachen. Okay. Und jetzt ist es wieder ganz ruhig. Hm. Ja. Ja, und das lassen wir jetzt 20 Minuten kochen. Und dann haben wir unsere Linsensuppe fast fertig. Dann müssen wir es noch abschmecken. Ich bin gespannt. Ja. Und um die Wartezeit zu verkürzen, kommt jetzt für euch der Benjamin. In der Bibel gibt es einige spannende Geschichten, die manchmal ganz schön brutal sind. Mit einfachen Worten und Bildern wird Gottes Macht,
aber auch seine Güte dargestellt. So konnten sich die Menschen das gut merken. Am Ende der Erzählungen wird für den, der glaubt, alles richtig und gut. Das ist eine wichtige Botschaft der Bibel. Bei uns gibt's jetzt gleich die leckere Suppe, die wir vorhin gekocht haben. Vorher wollen wir aber noch mal einen Blick in die Bibel werfen. Wir haben hier verschiedene Bibeln. Wisst ihr denn eigentlich, was ein Psalm ist? Die Psalme sind das Lied- und Gebetsbuch der Bibel, glaube ich. Genau. Und wir wollen mal nach einem bestimmten suchen. Und das ist ja ein bisschen kompliziert, weil es gibt ja, wie wir vorhin schon gehört haben, ganz viele verschiedene Bücher in der Bibel. Wie sucht man denn am besten? Also man guckt erstmal, also man muss dann wissen, dass das Alte Testament vorne ist und das Neue Testament hinten ist. Und entweder ist in der Mitte das mit dem Hohenlied und Sprichwörter und Psalmen sind dann entweder in der Mitte oder ganz hinten. Und dann guckt man halt, wenn man das Buch, dann sucht man das Buch da vorne. Mhm. Wenn man es dann hat, dann guckt man, welche Kapitelnummer das ist. Und dann guckt man den Vers. Mhm. Gar nicht so einfach, aber das hast du super erklärt. Ja, und wir wollen jetzt natürlich auch gleich mal testen, ob ihr denn fit seid im Suchen. Birgit, was könnten wir denn Schönes das heißt, suchen? Jetzt macht ihr mal eure Bibeln alle zu. Wenn ihr auch. Ich habe mir überlegt, es wäre ein schöner Psalm, der Psalm 23. Ja? Auf die Plätze, fertig, los! Oh, die Nomi hat ihn schon, Mensch. Ja? Du auch? Auch, okay. Dann würde ich einfach Du kannst fragen, einfach noch ein bisschen genau, suchen. Kann schon ein bisschen aber suchen. Die Nomi liest einfach genau. Mal vor. Der Herr ist mein Hirte, mir fehlt es an nichts. Die Weiden sind saftig grün, hier lässt er mich ruhig lagern. Er leitet mich zu kühlen Wasserstellen, dort erfrischt er meine Seele. Amen. Dann können wir unsere Suppe probieren. Legen wir unsere Bibeln einfach unter, neben uns hin. Genau. Schwer. Dann bin ich gespannt, wie euch Esaus Linsensuppe schmeckt. Lasst euch schmecken. Probiert's mal. Mir schmeckt sie gut. Also mir schmeckt sie auch, das ist voll lecker. Mhm. Genau, also wir haben sie auch schon gut gegessen und wir können es heute nachkochen. Ja, ja genau. Dann lassen wir es uns jetzt noch gut gehen. Mhm. Und für euch kommt der Benjamin gleich nochmal und wir sagen schon mal Tschüss. Tschüss. Seit Martin Luther die Bibel in die deutsche Sprache übersetzt hat, können auch einfache Leute die Bibel lesen und verstehen. Davor konnten das nämlich nur Gelehrte. Dann erfand Johannes Gutenberg im 15. Jahrhundert das Drucken mit Metallbuchstaben. Damit wurden Bücher für viele Menschen zugänglich, weil es viel günstiger und schneller war als das aufwendige Abschreiben davor. Toll, nicht? Ich schmökere jetzt noch ein wenig. Ihr auch? Also, tschüss!